Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu HTML. So, wenn ihr neu dazugekommen seid, wir benutzen WebMatrix und haben uns schon eine furchtbar hässliche Seite kreiert, die Überschrift in Riesig hier stehen hat und Webseitenname heißt. Und ja, wir wollen jetzt nach und nach alles lernen, was wir hier zum HTML-Coden brauchen. Und ja, wir haben hier schon mal was Kleines aufgesetzt. Wir benutzen, wie gesagt, WebMatrix, das kriegt ihr kostenlos. Und ja, jetzt wollen wir direkt weitermachen. Also, ich möchte euch heute zeigen, wie so eine Webseitenstruktur aufgebaut ist und ja, danach werdet ihr viel mehr davon verstehen, automatisch gleich mal. Und logischerweise braucht ihr auch absolut keine Vorkenntnisse, HTML ist wirklich nicht so schwer zu verstehen, also ihr schafft es auf jeden Fall, bin ich vollkommen davon überzeugt. Okay, wir haben letztes Mal schon geklärt, hier oben steht einfach dieses Doctype HTML, das bedeutet so viel wie, ihr wollt jetzt hier HTML schreiben. Mehr muss das nicht sagen, das ist alles. Okay, hier fangt ihr dann an, tatsächlich HTML zu schreiben und setzt die Sprache, die ihr benutzt, auf Englisch. So, und jeder Tag, so heißen diese Dinger hier, diese mit den spitzen Klammern auf bis spitze Klammer zu, die Dinger heißen Tags. Und jeder Tag hat einen schließenden Tag. Das heißt, wir haben hier dieses HTML auf, also da fängt HTML an und hier unten hört es wieder auf. Das ist sozusagen das Ende von eurer Datei. Okay, und es geht von auf bis zu und zu hat einfach, sieht genauso aus wie auf, nur hat es hier noch so ein Slash. Und ins auf kann man noch weitere Optionen schreiben, sowas wie die Sprache oder sowas in der Art. Genau, und dann haben wir hier diesen Kopf, der hört, er fängt hier an und hört hier auf. Und hier diesen Slash quasi dazu, dass er hier wieder aufhört. So, und in dem Kopf stehen so Sachen wie, ja, da werden noch viele Sachen kommen, aber aktuell könnt ihr euch einfach mal merken, okay, hier steht der Webseitenname drin. Okay, und im Body, wenn wir uns die Webseite nochmal anschauen, da oben steht der Kopf und der Body ist quasi der ganze Rest. Also alles, was ihr hier tatsächlich als Seite seht, was ja hauptsächlich gerade noch weiß ist, aber hier steht Überschrift in Riesig, das ist im Body drin. Und hier sehen wir den Body Tag, der geht hier auf und hier geht er wieder zu mit diesem Slash. Okay, und die Überschrift ist hier H1 und hier hört H1 wieder auf. Also eine H1 heißt Headline 1. Headline 1 ist die größte Headline. Aber wir können uns jetzt einfach noch angucken, was es denn sonst noch für Headlines gibt. Und zwar Headline 2. Ups. Und Headline 3 geht bis hier, also immer aufmachen, Headline wieder zumachen. Und Headline 4 und hier eine Nummer 5. So, also jetzt haben wir schon verschiedene, Nummer 6 gibt es auch noch, habe ich ganz vergessen. Genau, so und jetzt haben wir verschiedene Überschriften, die jeweils eine Zeile lang sind und ich würde sagen, wir nennen die einfach mal ein bisschen anders. Headline in groß, Headline in eher groß, in eher klein, in klein und in mini. So, und wenn wir uns das jetzt angucken, ihr könnt die Seite öffnen, indem ihr hier einfach sagt, okay, mit Browser starten oder aber ihr könnt hier einfach auf Neu starten klicken beziehungsweise eure Seite aufrufen hier und einfach hier auf den Neuladen-Knopf drücken. Okay, und ja, hier sehen wir die Überschrift in Riesig, dann die Überschrift in Groß, in eher Groß und wir sehen, sie werden immer kleiner. Das heißt, wir haben verschiedene Überschriftenmöglichkeiten schon direkt vorgegeben von HTML und das macht uns das Leben wirklich viel, viel leichter. Gut, was man normalerweise so als Paragraph sozusagen benutzt, also wenn man irgendwie Fließtext schreiben möchte, ist P für Paragraph und ihr habt gesehen, es hat es wieder automatisch zugemacht, das macht es immer eigentlich. Ein Paragraph. Okay, dieser Paragraph wird jetzt einfach hier unten angezeigt. Wenn ich jetzt die Webseite finde, hier sehen wir, dass der Paragraph sogar schon größer ist als die Mini-Überschrift,
Aber die Mini-Überschrift sieht trotzdem anders aus. Oder auch die kleine Überschrift, die sehen irgendwie breiter aus. Und ich werde euch noch zeigen, wie man das alles schön konfigurieren kann, logischerweise. Aber ich möchte euch jetzt erstmal zeigen, wie die ganzen Dinger hier funktionieren. So, machen wir den Paragraphen mal ein bisschen länger. Und darum habe ich hier schon mal einen kleinen Text aus dem Internet kopiert. Einfach so ein Lorem Ipsum-Teil. Und wie wir sehen können, oh, der hat noch leere Zeilen drin. Das wollen wir logischerweise nicht. Einfach rauskopieren. So, einfach alles in eine Zeile reinschreiben. Ist alles kein Problem. Ihr könnt aber auch, upsala, ihr könnt auch das Ganze in mehrere Zeilen schreiben. Das geht genauso. Hier seht ihr auch, dass euch WebMatrix dann automatisch sagt, okay, bis dahin geht's und so weiter und so fort. Okay, ja, jetzt starten wir das mal und schauen uns an, wie dieser Text formatiert ist. Achtung, ich habe nach dem Voluptua habe ich hier zum Beispiel ein Enter drin. Jetzt schauen wir uns mal an, wie. So, jetzt hier. Genau. Also ich habe hier diesen ganzen Text einfach so irgendwie hier hingeklatscht bekommen. Und ihr könnt nicht mal ganz alles sehen, weil es sogar aus dem Bildschirm rausgeht. Aber hier nach diesem Voluptua, wo ich eigentlich ein leeres Teilchen habe, hier, also wo ich ein Enter gemacht habe, da ist kein Enter. Da ist einfach irgendwas. Es geht direkt weiter. So, und wenn ich jetzt hier diese Seite mal kleiner mache, dann seht ihr, okay. Es fließt automatisch. Das heißt, ich habe hier, wenn es nicht mehr reinpasst, ich muss nicht nach rechts scrollen oder sowas, sondern es fließt einfach direkt neu los. Und wenn ich jetzt hier langsam kleiner mache, dann passt sich das immer an. Ist eigentlich ziemlich cool. Und irgendwann fangen wir dann sogar an mit Scrollen, logischerweise. Aber ja, wie kriege ich jetzt so eine neue Zeile hin? Und eine neue Zeile mache ich einfach, indem ich sage BR. Und BR, naja, es ist eine neue Zeile. Was will ich in der neuen Zeile zumachen? Nach einem BR brauche ich nichts mehr. Nach einem BR bin ich schon fertig. Das heißt, hier haben wir schon die erste Ausnahme von der Regel. Nein, Ausnahmen bestätigen nicht die Regel. Sie sind nämlich Ausnahmen. Das heißt, ich brauche kein Slash BR mehr. Denn ja, eine neue Zeile hört quasi nirgends auf, sondern sie ist einfach nur genau ein einziges Mal da. Okay, wenn ich das jetzt neu lade hier, wo sind wir? Dann haben wir hier nach Voluptua eine neue Zeile und Voluptua oder halt der ganze Satz bisher wird auch nicht gestreckt bis hier hinten. Also einfach quasi ein Enter, so wie man es erwarten würde. Gut. Noch eine kleine Anmerkung hier oben für die Überschriften. Manchmal gefällt es den Leuten besser, wenn man ein HR reinbringt. Und das ist auch so eine Ausnahme. Das ist nämlich ein horizontaler Strich. Also ich kann es euch gerade mal kurz zeigen. Horizontale Striche dürften wohl jeden Begriff sein. Das ist einfach so ein Strich, der da durchläuft und zwar so lange, bis euer Dokument zu Ende ist. Whoop. Ihr seht's. Also der läuft einfach immer komplett durch, aber läuft dann logischerweise nicht in eine neue Zeile, sondern einfach nur bis zum Ende vom Dokument. Und da brauche ich auch nichts beenden, genauso wie bei dem BR hier. Da ist einfach dann mal fertig. Okay. Jetzt fällt euch vielleicht genau das auf, nämlich wenn ich hier irgendwie was reinschreiben möchte, also in die Überschrift schreibe ich ja was rein. Wenn ich was reinschreiben möchte, brauche ich auch so ein End-Tag. Wenn ich nichts reinschreiben möchte, dann brauche ich auch keinen so ein End-Tag. Das heißt, wenn ich einfach nur eine neue Zeile haben will, da schreibe ich nichts rein, da brauche ich einfach nur diese neue Zeile und fertig bin ich genauso bei diesem horizontalen Strich. Ja, gut, so viel zu normalen Elementen sozusagen in HTML. Und da gibt es noch viele, viele mehr davon. Wenn ihr welche haben wollt und nicht wisst, was für welche, dann macht ihr hier einfach ein Enter rein und macht eine spitze Klammer auf. Und dann wird euch direkt schon von WebMatrix vorgeschlagen, was könnte ich denn jetzt hier alles reinmachen. Und ja, einige davon werdet ihr schon benutzen können, andere noch nicht. Und ich möchte euch die wichtigsten davon logischerweise alle mal zeigen. Wahrscheinlich werde ich euch sogar fast alle zeigen. Aber die meisten brauchen noch weitere Sachen wie Attribute, sowas wie wir hier oben eben hatten. Und das zeige ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.